Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Diana 80 und herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 149. Heute wende ich mich der Thematik zu Ratgeber, die eigene Kunst verkaufen. Wie mache ich das? Mache ich das online oder in meinem Atelier? Wenn ich das online mache, dann muss ich damit rechnen, dass ich ganz viel Nebenkosten habe. Also Paketkosten, Versendungskosten und je nachdem, auf welcher Webseite ich das anbiete, habe ich auch Kosten, Prozente, die ich abgeben muss, entweder bei einer Online-Galerie oder auch bei Online-Portalen. Je nachdem, das solltet ihr euch genau durchlesen. Selbst bei eBay muss ich Abgaben bezahlen. Und muss eBay zum Beispiel jeden Tag betreuen. Wenn der Aufwand sich jedoch in Grenzen hält und das nicht so intensiv ist wie eBay und es nicht jeden Tag zu betreuen ist, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Also dann kommt zum Beispiel Etsy in Frage oder auch ein anderer Shop, den man sich künstlerisch einrichten kann. Die Online-Idee zu verkaufen ist ganz gut und schön. Nur dazu brauche ich auch eine ausführliche Vita. Das heißt also, in meinem Lebenslauf müssen Dinge drinstehen, womit sich Kunstkäuferinnen und Kunstkäufer identifizieren können. Die dich als Profikünstler identifizieren und nicht als Hobbykünstler oder Autodidakt. Wenn ich schon Autodidakt oder Profikünstler, also wenn ich schon Autodidakt schreibe oder Hobbykünstler, dann habe ich das Problem, dass ich nicht mehr als Profikünstler angesehen werde. Dann kann ich auch keine 5000 Euro darunter schreiben. Schon mal gar nicht, wenn ich nicht mal studiert habe. Ja? Es gibt da so ein paar junge Leute, die schreiben da schicke Preise ran. Das hält immer nur so lange, wie die PR hält. Wenn die PR abschwächt oder wenn es Umsatzeinbußen gibt, weil man Kunst als Nachfrage nicht mehr kauft, oder nicht mehr so in dem Maße, dann muss ich mich natürlich bewegen, dann muss ich Resilienz zeigen. Heißt also Anpassung oder Formen der Anpassung. Wenn ich online verkaufe, selbst dann brauche ich Werbetexte oder Kunsttexte von einer Kunsthistorikerin oder von einer Galeristin oder von einer Texterin, die in der Lage ist, über meine Kunst zu schreiben. Oder ich mache es selber. Darüber läuft der Online-Verkauf und natürlich auch über Anzeigen. Diese Anzeigen kosten richtig viel Geld. Und über Google ist es möglich, Anzeigen zu schalten für Webseiten. Da brauche ich eine Landingspage, da brauche ich einen Shop. Den Shop muss ich einrichten. Alleine das Aufsetzen des Shops, also die Programmierung, das Anpassen, dass eine richtige, vernünftige Rechnung rauskommt für den Kunden und so weiter, ist ein riesiger Aufwand und ist mit echten, harten Kosten verbunden. Wenn ich einen Raum habe, wie mein Atelier, und ich müsste den nur malern und die Möbel umstellen, damit ich eine Präsentationsstaffelei oder mehrere Präsentationsstaffeleien dorthin stellen könnte, oder auch eine Wand weiß streiche oder sogar mehrere oder auch grau und dort meine Präsentation mache, indem ich da 3-4 Werke hinhänge. Natürlich in dem Stil, was der Kunde, der kommt, erwartet. Ich kann ihm nicht alles zeigen. Wenn ich dem 20.000 Bilder zeige, kann er sich nicht entscheiden. Er ist komplett überfordert. Er wird sich kein Bild aussuchen, weil es zu viel ist. Ich muss also maximal 3 bis 4 aussuchen, die in dem Stil sind, was der Mann, die Frau sucht. Und das muss ich vorher erfragen. Es ist also viel leichter im Atelier oder in einem Studio zu verkaufen, als das tatsächlich online. Allerdings ist nicht jeder der Unternehmer, die Unternehmertypen. Also heißt, Rampensau vorne stehend und ausufernd erklärend, ja, oder gut angezogen im Kostüm oder gut angezogen im Kleid und im Sakko drüber. Auch
Der Raum muss dementsprechend dekoriert sein, denn ihr seid Künstlerinnen und Künstler, also muss ich den Raum in einem Teilbereich so aufräumen und so herrichten, dass es wirklich wie ein Wohnraum ist. Ich muss nicht das gesamte Atelier streichen und ich muss auch nicht das gesamte Ding überarbeiten, das muss ich gar nicht machen, aber ich muss mindestens eine Wand haben, die so gestaltet ist, dass der Kunde sich vorstellen kann, dass das Bild bei ihm hängen könnte. Das ist das Ziel. Selbst auf weiße Klötzchen gestellt, wenn es riesengroß ist, wirkt das von einer weißen Wand immer noch anders, als wenn diese Wand besprenkelt ist mit 1000 Farbsprühteilen. Das ist nicht wirklich eine gute Idee, im Atelier zu verkaufen, wenn ich das nicht vorher bereinigt habe und das nicht vorher hergerichtet habe zum Verkauf. Weil das Verkaufen, also der Verkaufsprozess, der beinhaltet, dass sich euer Kunde, eure Kunden vorstellen kann, dass das in Räumen hängt, die ruhig sind, wo ein ruhiger Hintergrund ist. Keiner käme auf die Idee, ein Ölbild oder ein Acrylbild oder ein Foto auf ein Fenster zu hängen, wo es unruhig ist. Sondern die hängen das auf eine Wand, wo das hinpasst. Und die Wand hat meistens nur eine Farbe oder zwei und ist ziemlich ruhig. Das heißt jetzt nicht, dass euer Bild unheimlich knallen soll in den Farben. Das will ich gar nicht sagen. Sondern da muss es eine Harmonie sein. Eine Verkaufsharmonie. Und wenn ich dem Kunden Bilder präsentiere oder Skulpturen oder Fotos oder Pop-Art oder was auch immer, auch Objekte oder was ihr machen wollt, dann wirklich nur 3-4 Sachen. In der Richtung, wie ihr arbeitet. Ja? Wenn der Kunde keinen Surrealismus ausdrücklich anspricht, bitte keinen Surrealismus hinhängen. Und auch nicht die Werke durcheinander, sondern wirklich nur eine Serie hinhängen. Die Serie kann aus verschiedenen Jahren sein, aber es muss eine Serie sein, ein Thema. Und es muss klar ersichtlich sein, dass es von euch ist. Und nicht, dass das Bildmotiv springt. Wenn das schon in unterschiedlichen Größen mündet, dann ist das eigentlich schon eine Überforderung des Kunden. Ist schon grenzwertig. Also am besten ist noch gleiche Größen eine Serie. Das haben aber die wenigsten, weil sie nicht in Serien arbeiten. Und gerade Künstler, die am Anfang stehen, haben das gar nicht. Da ist dann mal eine Papierarbeit, dann ist da eine Arbeit auf Holz, dann ist eine Arbeit auf Plane, dann ist eine Arbeit, die ist auf Leinwand, dann stellen die noch eine Skulptur dazu und der Kunde weiß gar nicht, was er machen soll. Und das bitte nicht ausprobieren, sondern wirklich versuchen, eine Serie und wirklich auch von Serie zu sprechen. Dem Kunden die Lesart, das Artist-Statement erklären, das Artist-Statement bitte vorher ausarbeiten und nicht da stehen und stammeln. Das geht überhaupt nicht. Wenn der Kunde eine bestimmte Stilrichtung anspricht, dann müsst ihr auch in dieser Stilrichtung etwas haben. Ihr müsst über diese Stilrichtung Bescheid wissen. Der will mit euch über diese Stilrichtung sprechen. Ja, wenn er gefragt wird, was haben Sie noch für Bilder, dann muss der, wenn der sagt, naja, Impressionismus jetzt als Beispiel, dann könnt ihr nicht mit Expressionismus kommen. Ja, oder Kubismus. Das geht nicht. Der fühlt sich verarscht. Also der fühlt sich veräppelt. Und das geht nicht. Also ihr müsst da wirklich konsequent auch dem Kunden zuhören und es geht um den Kunden und nicht um euch. Was will der Kunde? Und nur dann wird er auch bezahlen. Er wird euch nichts bezahlen, was er nicht will. Ja? Und die Illusion, ich verkaufe schwarze Bilder und das ist eine ganz geile Kunst. Nein, so geht das nicht. Der Kunde entscheidet, ob er schwarze Bilder möchte. Und die meisten Kunden geben die schwarzen Bilder oder die dunklen Bilder wieder zurück. Und damit habt ihr nichts, weil ihr müsst die Rechnung wieder stornieren. Und euer Steuerberater wird euch den Kopf abreißen, wenn ihr da so und so viel Stornos drin habt. Und übrigens das Finanzamt auch. Ja, die mögen sowas gar nicht. Ja.
die eigene Kunst zu verkaufen heißt auch, sprechen zu lernen, reden zu lernen, vor einer größeren Gruppe zu stehen, dort die Rede, das Sprechen üben. Macht das vor euren Verwandten, Bekannten. Übt euer Artist Statement, eure Kurzvita. Und nur die Highlights kommen in die Kurzvita. Lebenslauf und so weiter. Dass die Akten oder das Papier muss richtig gut aufgearbeitet sein. Denn es kann sein, dass er verlangt, der Kunde, die Kundin, dass ihr den Lebenslauf rausgebt. Wenn ihr den Lebenslauf rausgebt, muss unten oder oben muss euer Kontaktfeld sein. Gebt bitte keine Zettel, keine Sachen raus, wo nicht eure Adressen, eure Kontakte draufstehen. Ja? Und das ist leider auch so ein Fehler. Und bitte versucht, euch nicht anmerken zu lassen, wenn ihr unsicher seid, sondern überspielt das. Versucht, Routine zu entwickeln. Und wichtig ist auch, dass ihr das Bild oder das Kunstwerk verkauft. Dass ihr die Besonderheit von dem Kunstwerk rausstellt. Dieses Bild ist in Paris gemalt. Ich habe dort ein Wochenende oder einen Kurztrip oder eine Ausstellung gehabt. Deswegen war ich in Paris. Da war es so toll. Da habe ich die Kaffeehausszenen gemalt und so weiter. Erzählt ihr von Paris, erzählt ihr von euren Eindrücken, von euren Momenten in Paris, wenn dieses Bild aus Paris stammt oder aus London oder aus Italien oder aus den USA. Versucht, Emotionen zu transportieren, weil der Kunde kauft Emotionen. Und dazu müsst ihr die transportieren. Und der Kunde will was Emotionales. Selbst wenn das ein ganz abgeklärter Manager ist, der mit Immobilien handelt und schachert und bestmögliche Preise rausholt, indem er drückt, also indem er die Einkaufspreise drückt und die Verkaufspreise in die Höhe schraubt. Versucht, da auch eure Emotionen zu kanalisieren, euch die vorher aufzuschreiben und die auch mitzuteilen. Weil das ist das, warum die Leute das auch kaufen. Und weiterführend ist wichtig, dass ihr auch eine Vita habt, wo Ausstellungen drin sind von Galerien, von Ausstellungsorten, dass das geordnet ist nach Jahreszahlen und dass ihr dort eben nicht nur Gruppenausstellungen habt, sondern eben auch Einzelausstellungen oder Doppelausstellungen und versucht auch eine Pressemappe zu machen, wo ihr sozusagen alles reinlegt, was geordnet, strukturiert ist, ohne Fehler ist und was ihr dem Mann oder der Frau mitgeben könnt. Oder vielleicht sogar einen Katalog mit einem Stempel drin, wo eure Kontaktadressen drauf sind. Ja, auf dem Stempel. Und bitte kein Geld von den Leuten nehmen, wenn ihr einen Katalog rausrückt, weil die sollen was kaufen. Und die sind abgeschreckt, wenn der Künstler schon sagt, ja, aber das kostet so und so viel. Der Kunde muss ein gutes Gefühl haben. Der muss sich aufgehoben fühlen in eurem Atelier. Und das hat er, wenn er etwas umsonst bekommt. Und nicht, wenn er dafür zahlen muss. Ja? Und fragt ruhig, darf ich sie anrufen, um zu fragen, welche Bilder ihnen am besten gefallen hat oder ob ihnen ein Bild am besten gefallen hat, wenn die nichts kaufen wollen und ihr nur einen Katalog mitgeben könnt. Dann müsst ihr eine Zeit vereinbaren, in der ihr den Kunden, die Kunden zurückruft. Oder eine Mail schreibt, aber am besten es anrufen, weil dann könnt ihr Argumente beim Telefonat finden, die das Bild noch besser machen und warum er es kaufen soll. Ja? Und wenn ein Kunde sich nicht entscheiden kann zwischen dem Öl- und dem Acrylbild, dann ist das ganz einfach, weil das Ölbild ist höherwertig und hält länger. Ja? Und es ist auch mehr wert, das Ölbild. Das heißt, wenn ihr das für den gleichen Preis verkauft, hat der Kunde einen Mehrwert. Und verkauft das ruhig für den gleichen Preis wie ein Acrylbild. Aber der Kunde hat das Gefühl, er hat ein höheres Mehrwertgefühl. Also er hat mehr bekommen, als er eigentlich bezahlt hat. Und dieses Gefühl, das wird er bei anderen Gelegenheiten kommunizieren an seine Freunde, an seine Bekannten, an seine Geburtstagsgäste, wenn die nämlich auf das Bild gucken. Er wird immer sagen, ah, Bild war ein Schnäppchen, weil
Und das ist unbezahlbar, weil der macht für euch Werbung. Und diese Mundpropaganda, das ist Weiterempfehlung. Und das gibt es sozusagen in Amerika ganz stark, dass Menschen durch diese Weiterempfehlung kaufen und dass das auch ein Kaufargument ist. Sie wurden empfohlen von XY. Und schon hat der gar keine, ich sag jetzt mal vorsichtig das Wort, schon hat der gar keinen Argwohn mehr. Oder ist übervorsichtig, sondern der wurde ja empfohlen, der wurde ja schon getestet. Und das gilt auch für Handwerker. Einen guten Handwerker werdet ihr immer weiterempfehlen, den schlechten natürlich nicht. Aber ihr werdet den guten Handwerker weiterempfehlen. Und davon lebt auch ein Künstler, dass er weiterempfohlen wird. Ja? Und es wäre schade, wenn ihr diese Weiterempfehlung nicht nutzen würdet. Ja? Und dem Kunden immer ein Geschenk mitgeben. Das muss nicht groß sein, das muss nicht üppig sein. Kleines Bildchen für die Tochter oder ein kleines Bildchen für die Frau, das muss auch dahin passen. Und macht euch so ein paar Geschenksachen oder auch Bildausschnitte von anderen Bildern, wo ihr sagen würdet, das Bild ist jetzt nicht so gut, das würde ich nicht verkaufen wollen, aber der Ausschnitt ist zum Beispiel ganz toll. Dann verkleinert ihr das Bild, schneidet das aus, was toll ist, vielleicht eine Papierarbeit, und die beschriftet ihr dann, die unterschreibt ihr, hinten ein kleines Zertifikat drauf, handschriftlich natürlich muss das Zertifikat sein, damit das klar ist, dass es eure Handschrift ist und damit das klar ist, dass das euer Produkt ist. Ja? Und das ist eine viel geilere Werbung, weil die Leute werden das weitererzählen, die werden das kommunizieren an ihre Freunde. Ja? Und so gewinnt man Kunden und Menschen für sich, indem man denen was gibt, was sie nicht bezahlen müssen. Wenn ihr euch aber alles bezahlen lasst von den Kunden, also nicht nur das Hauptbild, sondern den Katalog, die Postkarte, noch das Geschenk und tralala, das wollen Kunden nicht. Wirklich nicht. In keinem Ding der Welt. Ihr müsst mal gucken, wie ein Auto verkauft wird. Der Verkaufsleiter, der ein Auto verkauft, der Verkaufsleiter, der Boote verkauft, der das jeden Tag macht, der packt da noch die Winterreifen, die Sommerreifen rauf, was der Kunde will, nur damit er das Auto kauft. Oder nur damit er das Boot kauft, kriegt er noch ein Goodie in einer besseren Ausstattung, wenn er das Boot bestellt mit anderen Ledersitzen. Oder er kriegt noch ein Notschlauchboot dazu, was auch immer. Ja? Oder eine Feuerlöschanlage umsonst, ja? was auch immer. Aber die geben noch ein Goodie mit, weil du das gekauft hast. Und so wird auch verkauft. Immer mit Goodie und immer mit Geschenk. Und wenn dein Kunde schon sagt, er hat demnächst Geburtstag, dann ist das die Einladung, die ihr annehmen könnt für das Geburtstagsgeschenk oder für die Geburtstagskarte oder was auch immer. Ja? Und das ist was Besonderes, das ist was Gutes. Also nutzt das aus. Ja? Und schreibt den Kunden auch immer schön regelmäßig Mails zu Ostern, zu Weihnachten. Ladet die zum Essen ein, macht man Essen in eurem Atelier, ja, nur mit Kunden, die ihr eingesammelt habt, ja. Und auch wenn der Kunde nur was für 20 Euro gekauft hat, ladet den mit ein. Die anderen erzählen ihm dann schon, ich habe ja ein Bild gekauft für, So, und dann lernt er die anderen kennen und dann wird er auch mal ein teureres Bild kaufen. Einfach schon, weil die ihm das erzählen, ja. Und das ist interessant, wenn man im Verkauf Dinge testet. Ich habe seit 1990 eine Galerie und ich musste immer verkaufen. Ich konnte nicht einfach jemanden anrufen und konnte sagen, hier, verkauf mal meine Bilder, verkauf mal die Bilder von den anderen. Nein, ich musste es selber tun. Also musste ich verkaufen lernen. Ja. Und lustig war auch, dass mein Kunde sagte, Sie können aber gut verkaufen, Sie haben jetzt 2 Bilder verkauft. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie das so gut können, aber das ist ja Wahnsinn. Wollen Sie nicht bei mir anfangen? Ich sage, na, was haben Sie denn für eine Firma? Ja, sagt er, der Autos. Ich sage, ja, wenn ich Autos verkaufe, wäre ich unschlagbar. Weil die Argumente vom Auto sind natürlich plakativ und ganz einfach, sag ich so lachend.
Und wenn sie Boote hätten, sage ich, wäre es noch besser. Weil man kann ja auch den Mann in das Boot loben. Ne? Sagte ich so. Und er lachte und gackerte und sagte, ja, ja, sie wissen schon, wie es geht. Und wir waren auf einer Wellenlänge. Und der hatte riesengroße Autohäuser und war auch Kunstsammler. Oder ist auch Kunstsammler, er kauft ja immer noch. Und das ist natürlich was Besonderes, wenn man einen aus der Wirtschaft trifft, der einen lobt. Und daran werdet ihr sehen, dass ihr gut geworden seid. Dass die Wirtschaftsleute euch loben. Nicht jeder ist ein geborener klassischer Unternehmer. Er muss sich erst einarbeiten oder sie muss sich erst einarbeiten. Aber nach den ersten Erfolgserlebnissen ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man Bilder verkauft. Das ist ein tolles Gefühl. Mit diesem tollen Gefühl möchte ich meinen Podcast für heute schließen und möchte euch animieren, dass ihr eure Bilder oder eure Skulpturen oder Fotos oder was auch immer online verkauft und auch in eurem Atelier oder vielleicht auch über eine Galerie. Die, die meinen Podcast regelmäßig hören, die Berlin Produzentengalerie ist ja so eine Galerie, die überhaupt noch Sachen annimmt. Also heißt Bewerbung. Alle anderen Galerien nehmen ja gar nichts mehr an. Leider auch zu Recht, weil sich ja die wirtschaftliche Lage etwas geändert hat und sich jetzt auch die Galerien etwas umstellen. Die arbeiten gerade alle an ihrer Umstellung, ihrer sogenannten Hauptausrichtung, also von ihrem Galerieprofil und schärfen das je nachdem in die Richtung, wo sie hinwollen. Und natürlich ist das jede Menge Arbeit und das ist natürlich immer was, womit Künstler natürlich nicht rechnen, dass sich Galerien auch verändern. Aber ich selber kenne genug Galeristen, die sagen, dass sie im Augenblick gar keine Bewerbung annehmen, weil sie erstmal dabei sind, ihre ganzen Buchhaltungssachen zu machen oder überhaupt Steuersachen. Weil es ist jetzt wieder kurz vor Jahresende und da ist natürlich im Augenblick das so, dass die Galerien voll sind mit Käufern und die Käufer abarbeiten müssen. Na, weil vor Jahresende will man da natürlich noch ein bisschen Geld ausgeben, damit man nicht so viel Steuern zahlen muss als Unternehmerin oder als Unternehmer. Also haben die genug zu tun und müssen die ganzen Rechnungen schreiben und arbeiten auch an ihren Galerieprofilen. Also meine Lieben, dann werde ich euch zu kreativen Arbeiten auffordern und natürlich bedanke ich mich fürs Zuhören und würde mich über Likes, über Abonnements oder auch über Zuschriften und Fragen freuen. Und bitte abonniert uns auch als Kanal. Eure Diana 80. Tschüss!